Hallihallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Mensch bleibt Mensch. Und heute drehen wir mal am Rad der Zeit. Also los geht's! Ja, und ich freue mich ganz besonders, denn zu diesem Thema habe ich mir mal einen Gast, sozusagen eine Weltenbummlerin, eingeladen. Denn Ilves reist gerne in der Weltgeschichte herum und kann uns sicher einiges über die Zeit in anderen Ländern berichten. Einige von euch, die diese Sendung ja immer verfolgen, können sich vielleicht noch an Ilves erinnern, denn in der 10. Ausgabe konntet ihr sie kurz hören, bei einer Szene, wo ich einige Mikrofone getestet habe. Hallo Ilves, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast und mir heute Gesellschaft leistest. Ja, hallo Monique, es freut mich sehr, dass ich in dieser Ausgabe zu Gast sein darf. Zeit ist ja eigentlich auch immer knapp, nur Geld ist noch knapper. Da gebt ihr mir doch sicherlich alle recht, oder? Du doch auch, Ilves. Stimmt das oder ist das nur bei mir immer zu viel Monat da, wenn das Geld aus ist? Ja, ich glaube, das dürfte bei anderen Menschen auch nicht recht viel anders sein. Ja, Gott sei Dank, da bin ich froh, dass ich da nicht alleine dastehe. Und ich habe ein interessantes Buch über das Thema Zeit gelesen. Und da steht zum Beispiel drinnen, wenn man jetzt gefragt wird, wie es einem so geht, heißt es in 9 von 10 Fällen folgendermaßen. Eigentlich geht es mir gut, es ist mir gerade alles so hektisch und im Moment habe ich sehr wenig Zeit. Ja, und dann wird eben darauf hingewiesen, dieses im Moment zu streichen. Denn obwohl man glaubt, dass es irgendwann besser wird, ist es nicht so. Also kann man das im Moment keine Zeit getrost weglassen, denn der Moment, wo man Zeit hat, den muss man sich selbst erschaffen bzw. erarbeiten. Und jetzt noch eins zum Wörtchen irgendwann. Dieses Wort mag ich gar nicht, also überhaupt nicht, denn irgendwann bedeutet für mich so viel wie nie. Ist so, wenn einer zu dir sagt, ich melde mich irgendwann oder ich rufe dich irgendwann mal an, dann vergiss es. Denn es wird nie dazu kommen. Höchstens in den allerseltensten Fällen. Ein guter Freund von mir sagt dieses Wörtchen ab und zu, weil er genau weiß, wie empfindlich ich darauf reagiere. Damit kann er mich gut segieren und das weiß er. Denn für ihn bedeutet dieses Wort einfach so viel wie demnächst. Sag mal Ilves, wie definierst du das Wort irgendwann? Liege ich falsch? Ist es wirklich nur ein so belangloser Zeitbegriff? Ja, also ich glaube, irgendwann sagt man eher dann, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, ob es einem überhaupt wichtig ist. Ich kann mich erinnern, ich habe zu Silvester mit einem Freund geschrieben und er hat gesagt, er schreibt mir irgendwann und jetzt ist Juni und ich warte immer noch darauf. So, dann bestätigt sich das wirklich irgendwann. Heißt eigentlich so viel wie nie. Mhm. Oder irgendwann kann ein Zeitbegriff von Jahren sein. Auch genau. Möglich. Okay, Gott sei Dank sehe nicht ich nur das so, sondern es ist wirklich so. So, dann gehen wir wieder zurück zum im Moment habe ich keine Zeit gerede. Denn wenn man glaubt, dass es mal besser wird, unterliegen wir einer großen Täuschung. Denn es wird nicht besser. Nein, im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Warum? Warum ist das so? Wir haben täglich 24 Stunden zur Verfügung. Das muss man sich mal vorstellen. 24 Stunden, die wir nutzen können. Und das ist nicht wenig. Oder vielleicht doch? Was glaubst du, Ilves? Warum haben die Menschen heute keine Zeit mehr? Naja, also von diesen 24 Stunden muss man ja einiges abziehen. So viel Essen, Schlafen, Arbeiten und so weiter. Und am Ende des Tages bleibt da für jeden selbst vielleicht nicht mehr so viel übrig. Vielleicht hat man nur 1 Stunde Zeit oder 4 Stunden.
Und ich glaube, dass sich die Menschen keine Zeit mehr nehmen, weil sie sich vielleicht keine nehmen wollen oder können. Denn in unserer Gesellschaft wird oft Perfektion erwartet. Und dadurch fühlen sich viele Menschen unter Druck bzw. unter Zeitdruck gesetzt. Also heutzutage wird einfach erwartet, dass alles so gut und vor allem so schnell wie möglich erledigt wird. Dem kann ich wirklich nur zustimmen. Ich hätte da einen Vorschlag. Wie wär's, wenn wir abends vor dem Schlafengehen den Tag nochmal Revue passieren lassen und dann überlegen, wo habe ich getrödelt, wo bin ich in eine Stresssituation geraten, wo finde ich versteckte, ungenutzte Zeit? Ich denke mir, das könnte sehr hilfreich sein. Das könnte man ja mal ausprobieren. Kostet nicht so viel Zeit. Ja, und laut einem Spruch aus Mexiko soll man sich die Sorgen, sofern man welche hat, vor dem Schlafengehen in die Schuhe stecken. Das machen wir dann auch noch gleich mit. Vielleicht verflüchtigen sie sich ja. Also einfach Probleme auf kleine oder größere Zetteln schreiben und ab damit in die Schuhe. Ja, und Abraham Lincoln sagte einmal, halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei und mache in dieser Zeit ein Nickerchen. Also, das ist meine Version, um Probleme zu bekämpfen. Ihr kennt mich ja, ich bin eine richtige Schlafmütze und ich stehe auch dazu. Wie bekämpfst du eventuelle Probleme, Ilves? Ja, also ich lasse da keine Zeit verstreichen, ich packe die Probleme an. Sofort. Ja. Ohne Zeit, ohne einmal darüber zu schlafen, das brauche ich unbedingt. Nein, das muss nicht sein. Weil ich habe das Gefühl, am nächsten Tag sieht alles dann einfacher aus. Ich kann mich täuschen, vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, die Probleme wirklich gleich beim Schopf zu packen und sofort anzupacken. Nur ich kann das nicht. Na, wenn ich mir nicht sofort darüber Gedanken mache, dann macht mich das eher nervös. Deshalb gehe ich es lieber gleich an. Und ich bin eher der Typ Mensch, ich schiebe es mal ein bisschen hin und her, wiege es ab. Ja, so ist der Mensch. Jeder ist anders. Jeder bekämpft alles anders. Und so ist es auch gut. Ja, was ist noch zu sagen zur Zeit? Also ganz wichtig finde ich es, zuverlässig und pünktlich zu sein. Bitte, wer wartet schon gerne? Und wie lang soll man eigentlich warten? 15 Minuten, eine halbe Stunde oder noch länger, um dann festzustellen, dass niemand kommt? Okay, in Zeiten der Handys wird das wahrscheinlich eh nicht passieren. Aber trotzdem, haltet eure Versprechen und verlasst euch nicht immer aufs Handy. Es geht auch ohne. Okay, nein, es geht nicht mehr ohne Handy. Es ist so. Sag mal, wie lange würdest du warten, Ilves? Ja, so länger wie eine halbe Stunde würde ich, glaube ich, nicht warten. Also, halbe Stunde ist eine lange Zeit. Okay. Es kommt darauf an, welche Verabredung es ist, mit wem man sich trifft wahrscheinlich. Ja, genau, ob man die Person kennt, ob man weiß, dass sie sich von vornherein schon verspäten wird. Ja, und zur Not hat man selber ein Handy, um anzurufen. Kommst du nicht? Soll ich noch warten oder nicht? Bei uns in Österreich ist es so, bei Veranstaltungen werden 15 Minuten zu spät kommen toleriert. Also bei privaten Terminen sieht man es nicht so gerne, wenn einer so unpünktlich ist. Und drum kommt lieber ein paar Minuten früher. Das schadet nicht und hat auch oft den Vorteil, dass man sich einen besseren Sitzplatz aussuchen kann. Und das ist ja auch nicht so schlecht, oder? Wie siehst du das, Ilves, mit dem Sitzplatz, beziehungsweise dass man früher da sein soll? Ja, also ich arbeite ja bei einem Arzt im Armenempfang und da bekomme ich mit, dass manche Menschen einfach eine Stunde vor ihrem Termin da sind, weil sie dann glauben, sie kommen früher dran. Und? Kommen Sie früher dran? Nein, also mein Arzt ist auch sehr pünktlich. Wenn jemand um 9 Uhr einen Termin hat, dann kommt er auch um 9 Uhr dran. Oder 9:10 Uhr? 9 Uhr. 9 Uhr? 9 Uhr. Okay, ja, Also manche. das bringt eher nichts und die Leute glauben einfach, ja, ich komme früher, dann komme ich vielleicht früher dran, dann bin ich früher fertig. Aber das finde ich irgendwie sehr seltsam. Wenn ich einen Termin habe, dann bin ich pünktlich. Das heißt für mich höchstens 10 Minuten früher dort sein. Aber nicht eine halbe Stunde oder gar eine ganze Stunde. Ja, es kommt vielleicht auch darauf an, welche Verbindung habe ich. Komme ich mit dem Auto, komme ich mit dem Zug oder mit dem Bus? Habe ich vielleicht nur jeweils einmal in der Stunde die Möglichkeit,
anzureisen. Ist auch möglich. Komme lieber eine Stunde früher, warte ich halt länger, okay. Nimm mir einen Kaffee mit oder was Süßes. Oder ein Buch. Oder ein Buch, genau. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also in Italien oder Spanien ist bei privaten Verabredungen sogar eine halbe Stunde Verspätung in Ordnung. Ilves, du bist ja viel unterwegs in der Weltgeschichte. Warst erst kürzlich in Singapur für einige Monate, hast auch ein halbes Jahr in Indien gelebt. Wie sieht es jetzt zum Beispiel in Indien mit der Pünktlichkeit aus? Ich habe da etwas von der indischen Pünktlichkeit gehört. Gibt es da einen Unterschied zu unserer Pünktlichkeitsauffassung? Wie sieht es dort aus? Ja, also in Indien ist es so, wenn man sich mit einem Freund verabredet, dann kommt der grundsätzlich schon mal 3-4 Stunden zu spät. Gottes Willen, um Gottes Willen. Also wenn man sagt 5 Uhr, dann taucht jemand vielleicht um 8 oder 9 auf oder auch gar nicht. Also das wird dort eher viel lockerer genommen. Anders ist es natürlich bei einem Arztbesuch oder wenn man im Restaurant reserviert. Also ich musste dort einmal zum Arzt und 5 Minuten vor meinem Termin hat jemand angerufen, ob ich denn eh noch komme. Und ich sage, ja, ich steige gerade aus dem Bus aus. Und die haben schon geglaubt, ich tauche nicht mehr auf. Also in Indien schaut es aus. Zeit ist dort ein dehnbarer Begriff, oder? Ja. Indien ist ja die Bedeutung von Zeit völlig fremd. Und wie ist es, wenn du eine Verabredung hast um 5 Uhr, bist du um 5 Uhr dort und wartest 4 Stunden? Ich weiß ja, dass dort dann niemand dort sein wird. Also bin ich natürlich auch nicht um 5 Uhr dort. Also das wäre eigentlich bei uns undenkbar. Mhm. Undenkbar. Da hätte man keine Freunde mehr, wenn jeder so spät kommen würde. Ja, und da sieht man wieder, überall ticken die Menschen und die Uhren anders. Ja, und die Zeit ist für mich sowieso ein Phänomen. Ein Rätsel für sich, denn wieso vergeht die Zeit manchmal rasend schnell und manchmal vergeht sie überhaupt nicht? An was oder an wem liegt das? Wer hat an der Uhr gedreht? Könnten wir uns da jetzt fragen? Also, ich war es nicht. Du, Ilves? Nein. Nein? Na, dann war es einer von euch. So einfach ist das. Ja, und wenn sich die Welt gerade viel zu schnell für dich dreht, dann heißt es umschalten. Genau, umschalten auf folgendes Programm im Fernsehen, natürlich nicht im Fernsehen, sondern ich meine das Programm Nichts tun. Ganz einfach, abschalten, abtauchen und mal alle 5 gerade sein lassen. Nimm dir Zeit für dich selber, aber auch für andere. Denn Zeit ist ein wirklich kostbares Gut. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann sie nicht wiederholen. Zeit, die einmal vergangen ist, kommt nie wieder zurück. Und darum sag nicht immer gleich, ich habe keine Zeit. Überleg genau, ob die Zeit vielleicht doch vorhanden wäre. Versuche es doch so oft wie möglich zu vermeiden, jemanden vor den Kopf zu stoßen, der dich um etwas Zeit bittet. Wie siehst du das, Ilves? Ja, also ich glaube schon, dass sich die Menschen viel zu wenig Zeit für sich selbst nehmen. Dass man einfach die Zeit mit irgendetwas verschwendet und man kann nicht mehr allein mit sich selbst sein. Aber ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass man mit sich selbst auch im Reinen ist, dass man Sachen macht, die einen zufrieden machen, dass man in seiner Freizeit Dinge macht, die einen erfreuen, die einem Spaß machen. Und generell glaube ich, es nimmt sich niemand mehr wirklich Zeit für sich selbst. Und das finde ich sehr schade, weil ich kenne viele Leute, die können einfach nicht mit sich selbst allein sein. Da muss immer der Fernseher rennen oder der Radio oder sie müssen immer irgendwie beschallt werden. So als ob sie fast Angst davor hätten, mit sich und ihren Gedanken allein zu sein und Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und das finde ich sehr schade. Das hätte auch gut in meine letzte Sendung Lärm und Stille gepasst, weil es ist wirklich so, ich brauche die Beschallung auch. Ich kann ohne Musik oder so kann ich nichts machen. Wenn es ganz leise ist, bin ich nicht ich. Außer ich bin auf Wellness oder auf Urlaub, dann nehme ich mir Zeit für mich selber. Aber ansonsten ist es auch für mich sehr, sehr schwer. Und jetzt überhaupt in Zeiten des Internets, Computer und wo wir uns mit allen Menschen verbinden können, hat man ja fast keine Zeit für andere Dinge. Es ist so. Aber du hast ja gerade gesagt, du kannst das nur im Urlaub oder beim Wellnessen.
Aber wenn du das jeden Tag einmal machen würdest, wäre das nicht auch so ein kleiner Urlaub? Das stimmt. Und darum mache ich diese Sendung, damit auch ich mir Zeit nehme. Es ist gar nicht so einfach. Auch ich muss an mir arbeiten. Auch ich muss lernen, muss dazulernen. Ist gar nicht so einfach. Ihr werdet es sehen. Also, ausgemacht, ab heute. Ab heute oder? Nein, ab heute, nicht ab morgen. Ab heute nehmen wir uns wirklich wenigstens 15 Minuten Zeit für uns selber, wo wir einfach nur aus dem Fenster schauen und unsere Gedanken kreisen lassen. Und da kommen oft die besten Ideen. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, liegt mir noch eins am Herzen. Vergesst nicht, stärkt das Positive in der Welt, das ist ganz, ganz wichtig. Besonders jetzt, wo die negativen Einflüsse so stark dominieren und leider überhand nehmen. Denn viele positive Menschen können das Negative im Keim ersticken. Denk positiv, bleib positiv und handle positiv. In diesem Sinn sage ich danke fürs Zuhören, danke dir, Ilves, fürs Dabeisein und für das tolle Gespräch. Vielleicht ergibt es sich ja mal wieder, dass du hier vorbeischaust. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Also dann, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke, eure Monique. Tschüss.